Hallo zusammen und willkommen bei Timo Babbelt. Ja, ich bin wieder da. Oh, hier sieht's aus wie Sau. Und dreckig ist es auch noch. Oh. Oh. Egal, gell? So, heute haben wir eine Wässersche und eine Limonatsche, gell? So. Prost! Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, über was ich babbeln soll. Ich habe jetzt die Chance genutzt. Zeit. Ja, mir geht's gut. Und habe jetzt einfach mal die Zeit genutzt, mich hier hinzusetzen. Ich habe gedacht, komm, jetzt machst du Timo Babbelt. Und weiß nicht, über was ich reden soll. Tja, so ist das nun mal, gell? Eure Kommentare natürlich. Ich stecke mir auch gleich noch eine Zigarette auf, gell? Denn ohne geht nicht. Aber hier, das habe ich jetzt schon... Boah, ich weiß nicht, wie lange ich das hier schon liegen habe. Ich habe mir mal was gekauft. Und zwar was aus meiner... Ich würde sagen Kindheit. Ich weiß nicht, da unten steht zwar was, aber selbst mit Brille kann ich den Stempel da nicht sehen. Ist ja auch egal. Guck dir mal da. Der ein oder andere kennt das vielleicht. So, Gummipüppsche, gell? Alles hier aus Gummi. Und ja, was ist das? Was ist das für ein Ding? Und zwar, ich glaube, da gab es sogar eine Serie, da gab es, glaube ich, eine Serie. Ich habe die damals einfach nur gekauft, weil die cool waren. War so Skelette, Vampire, Zauberer, Monster. Und zwar Monster in my Pocket. Ja, Monster in my Pocket. Da steht sogar eine Zahl, das dürfte dann die Nummer 5 sein. Und ich habe so die Schnapsidee gehabt, Timo, du hast einen Haufen damals gehabt, die waren eigentlich richtig cool und wenn ich den jetzt so in der Hand habe, sind sie das auch noch. Komm Timo, die holst du dir alle in die Sammlung. Das wird wieder was Neues, was du sammeln kannst. Timo, sammelst du nicht schon genug? Ich heiße nicht umsonst der Hessensammler, ja? Nicht Filmsammler, nicht Figurensammler, der Hesse-Sammler, gell? Ja, aber Hessen zu sammeln ist ziemlich schwer, ja? Die lassen sich nicht so einfach einfangen. Deshalb sammle ich den ganzen Rest, ja, was man so sammeln kann. Spaß beiseite, gell? Aber ich habe wirklich gesagt, ich hole mir die alle. Erstmal die, die du damals hattest und dann den ganzen Rest. So. Dann gibt es den ja, oder ich weiß nicht, ob es genau den ist, aber es gibt ja viele, die gibt es dann in Gelb, Rot, Blau, Grün, also nochmal in total vielen Farben. Und teilweise sind die schweineteuer, ja. Also einen, das ist so ein, was ist das, Tentakel oder sowas, was ich damals hatte. Den hatte ich jetzt gesehen, den gibt es recht günstig, aber in einer anderen Farbe. Aber in der Farbe, die ich den möchte, weil die sind ja nur so groß, ja? Okay, ich glaube, der Tentakel war ein Ticken größer. Vielleicht so, ja, 30 bis 40 Euro. Genau, und da habe ich mir gesagt, nö, das machst du nicht, ja? Aber es ist eine schöne Sache und gerade so Retro und sowas, ich werde mir auf jeden Fall noch welche in die Sammlung hole. Vielleicht habt ihr da draußen ja ein paar Monster in my Pocket und ihr wollt die loswerden zu einem vernünftigen Preis. Ich habe dafür jetzt einen Euro bezahlt. Ja, und ich bin da jetzt nicht gewollt, hier Gott weiß wie viel Euro auszugeben, aber wenn ihr welche habt und sagt, hey Timo, komm mal, ich mache dir hier einen super Preis, ja. Oder
wie auch immer, gell? Dann können wir da auf jeden Fall was regeln. Ich hätte nämlich gern noch so ein paar. Ich finde die richtig cool. Der sieht jetzt nicht mehr ganz so schön aus. Der hat hier so ein paar schwarze Flecke und ah, der hat nicht mehr so diese kräftige Farbe. Aber das ist mir egal. Das ist mir egal. Hauptsache, ich habe mal so, was ich so ein paar und ich möchte, was daraus basiert. Das wissen nur die Götter, gell? Ich hätte gern oder ich würde gern einen kleinen Retro-Vintage-80er-Jahre-Raum machen. Ja? Und mir einfach da ein paar schöne Retro-Sachen reinhängen. Wo dieser Raum entstehen wird, ist natürlich ganz klar im Keller. Vielleicht mache ich da aber auch keinen Raum. Wir haben unten so einen kleinen Gang vielleicht. Räume ich den dann auf, mache mal zwei, drei Regale hin und stell da ein bisschen was hin, gell? Mal gucken, gell? Mal gucken. Aber ich hätte gern so ein bisschen, so wirklich so ein bisschen Retro-Sachen, so ein bisschen alte Kram, mit was ich halt früher immer so gespielt habe. Manche Sachen sind natürlich unbezahlbar, ja? Das weiß ich auch, ja. Habe ich ja selber schon geguckt. Ich habe zum Beispiel hier die alten Jurassic Park, ja, die Figuren, die ich hatte. Oder Dino Riders, Ring Riders, Brave Star hatte ich auch ein, zwei Figuren, Ghostbusters hatte ich ein paar oder habe ich beim Kumpel gespielt oder so. Aber die ich dann so gerne hätte, die kosten ein Schweinegeld. Ja, und ja, dann lassen wir das halt, gell? Also ist zwar schade, aber. Nö, nee, aber sowas hätte ich gern, ja. Einfach so nach und nach so ein bisschen Retro-Zeug. Oh, mal gucken, gell. Allergietablettchen. Habe gestern, also, so, habe die früher immer viel genommen, wie wir die Katze noch hatten. Da habe ich ja jeden Tag genommen eigentlich. Nein, irgendwann nicht mehr. Und gestern Abend habe ich da gehockt. Nur am Niesen. Nur am Niesen. Bau, 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 bau. Und jetzt merke ich auch schon wieder, es kitzelt in der Nase. Ja, also nehmen wir schon mal Tablettchen, weil wenn ich so viel niese, dann geht das auf die Lunge. Und dann geht es mir nicht so gut. So. Ja. Das war's eigentlich. Jetzt gleich kommt Mike. Gute Mike, wenn du das noch siehst. Du kommst gleich. Du erscheinst gleich. Vielleicht kommst du auch gleich. Dann werden wir uns ein Bierchen genehmigen. Ja. Dann war's das. Hier liegt schon mein Zahnarzttermin. Hab ich schon Lust darauf. So. Jetzt wollen wir aber mal gucken. Jetzt wollen wir mal eure Kommentare, weil ich weiß echt nicht, über was ich gerade reden soll. Bam, bam. Ne, da. Fragt mich nicht. Echt nicht. Ich bin ein bisschen. Das war das XXL sogar, stimmt. Ne, ich bin auch so ein bisschen neber gehabt, gell? Irgendwie. Aber noch einmal, gell? Vielen lieben Dank an euch da draußen für die ganze Unterstützung. Ja, das vorletzte Mal ein Haufen Kommentare, jetzt wieder ein Haufen Kommentare und allgemein, ihr schreibt in letzter Zeit sehr viele Kommentare, was mich natürlich glücklich macht, auch wenn ich nicht immer so
vielleicht kommentiere, wie ich kommentieren würde oder ja, und es dauert alles immer ein bisschen, aber ich freue mich jedes Mal, wenn einer von euch da draußen kommentiert. Ich freue mich da tierisch, ja. Deshalb bitte immer weitermachen. Kommentiert. Nee, freut mich wirklich. Echt. So, und wir gehen auch schon gleich auf den ersten Kommentar. Und zwar Odin Grimbart. Gude, wie geht's? Er schreibt, gute Timo, als Hobbit-Berserker-Zwerg. Oh je, ja. Da habe ich mir aber schon einige reingedrückt gehabt, gell? Tut mir leid. Sollten wir uns mal zusammensetzen und einfach mal babbeln. Dabei trinke mal 3 bis 12 Schoppe oder Biersche und gucke mal, wo das endet. Das wäre doch mal eine feine Sache. Hätt ich Bock drauf. Vielleicht mache die Freaks auch mal einen Betriebsausflug in die Videothek bei uns. Wäre doch mal was. Wie auch immer, weiter so, Timo. Dankeschön. Also, wer es noch nicht weiß, der Odin, gell, der hat einen YouTube-Kanal, gell? Guck doch mal da drauf. Der wird sich bestimmt freuen, ja? Ich habe auch noch nicht hundertprozentig alles durchguckt, aber da ist er mal schön in der Videothek, ja? Guckt da mal ein bisschen rum und macht Interview mit dem Videothekar. Und dann sind noch ein paar Natursache dabei. Natursekt? Nee, irgendwas da draußen, gell? und Musik und der macht doch alles, gell? Deshalb guckt doch mal vorbei, vielleicht ist das ja was für euch. Gerade hier für euch Filmfreaks. Er hat wirklich schöne Interviews. Interview? Das weiß ich gar nicht. Eins habe ich gesehen. Also er hat mindestens mal ein schönes Interview mit dem Videothekar in seiner Nähe. Und das ist richtig interessant. Sucht das mal, gell? Geht mal auf seinen Kanal. Wirklich. Hier die Freaks, Betriebsausflug in eine Videothek. Ich erlese gerade, du wohnst ja weiter oben. Da ist das ja für mich, für den Patrick, ist das gar nicht mal so weit. Da haben wir so jeder so die Hälfte. Ja? Würden wir so, du wohnst so in der Mitte von mir und dem Patrick, glaube ich. Wäre schon eine schöne Sache. Was kann man denn da in der Videothek machen? Hat er da große Ausverkauf? Kann man da ein bisschen was kaufen? Oder Interview und Video machen vor allem oder sowas? Odin, schreib mir, kannst du hier drunter natürlich schreiben. Oder du schreibst mir mal privat. Ist wirklich eine Überlegung wert, ja, weil wann kommt man noch mal in eine Videothek, oder? Ja. Ja, mach ich mir mal Gedanken. Ja, und so Bubble-Video, da könnten wir uns auch irgendwie mal kurz schließen. Über was für Themen wir babbeln wollen. Und ich denke, da kriegen wir bestimmt irgendwie mal einen Tag hin. Wo wir ein bisschen was machen können. Bestimmt, bestimmt. Ja, mein Hobbit-Berserker-Zwerg. Ach, so klein ist der doch gar nicht. Das war der Alkohol. Das schiebe ich alles auf den Alkohol. Gell? Heute Wässersche ohne Limonade. Gell? So, danke für deinen Kommentar. So, als nächstes Winterliebe89. Hallo, ich kann mich nur wiederholen und sagen, dass du ein sympathischer Kerl bist. Vielen, vielen Dank. Ich werde schon ganz rot. Kann deine Meinung bezüglich der Händler absolut verstehen.
Ich war zwar noch nie auf einer Filmbörse, aber kenne das auch bei Flohmärkten. Wer keine Lust hat, etwas zu verkaufen, der ist da absolut falsch. Die Filmbörse in Neu-Isenburg wäre für mich auch nicht so weit weg wie die in Neuss, denn leider schrecken mich Stunden an Fahrzeit doch ab. Und von daher werde ich wohl auch nie dort auftauchen. Bleib so, wie du bist. Richtig tolles Video. Daumen hoch. Dankeschön. Jetzt mal zur Filmbörse. Also wenn Neu-Isenburg wirklich nicht so weit ist, dann kann man das ja mal so machen. Also dieses Jahr wird's, ich denke nicht, dieses Jahr wird es nichts mehr. Aber ich werde nächstes Jahr einfach früh genug Bescheid sagen, so 2, 3 Wochen vielleicht vorher, ob ich hinfahre oder nicht. Und dann kann man sich ja dort dann auch mal treffen, gell? Da muss man nicht so auf gut Glück hinfahren, oh, ist er da, ist er nicht da. Da kann man mal schön irgendwie da rumschlendern, ja? Wird mir Spaß machen. Und ja, Stundenfahrt, ja? Ja, der eine, der fährt gerne, der andere nicht. Mich schreckt immer nur die Fahrtkosten. Die schrecken mich immer ab, ja. Der Sprit ist schweineteuer. Ansonsten, ich würde von hier aus hoch an die Nordsee fahren. Hätte ich gar keinen. An einem Stück, ich brauche noch nicht mal Pause, gell? Vielleicht mal aufs Klo zwischendrin mal einmal, wenn überhaupt, ja. Aber sonst würde ich da hoch. Tuckern auf einem Bob. Weiß gar nicht, wie lange fährt man da? 8 Stunden oder sowas? Würde ich ja hochtuckern. Gar kein Thema. Aber das Geld, gell? Und das ist ja auch das mit der Filmbörse, wo ich alles sag. Ja, es macht immer Spaß, auch nach Neuss, aber wenn ich jetzt 80, 90 Euro Sprit verfahre, jo, mit den 80, 90 Euro, könnte ich zum Beispiel in Neuss einen Haufen mit anstellen, ja, und so habe ich in Neuss in Neu-Isenburg und nach Neuss tanke ich das alles halt erstmal rein. Naja, danke für den Kommentar. Oh, der Movie-Tolli, Ude. Hi Timo, schönes Video wie immer. Bleib so wie du bist. Bist ein super Kerl. Grüße aus Delmenhorst. Dankeschön, Dankeschön. Da werde ich auch wieder rot. Und du natürlich auch, gell? Wir sehen uns. Wie oft haben wir uns jetzt gesehen? Ich weiß nicht, das zweite Mal. Das zweite Mal? Ich weiß gar nicht, gell? Muss ich auch sagen, bist ein Däumchen nach oben. Richtig tolle Kerl. So, als nächstes. Kai Au. Gute Timo. Gute Kaische. Hab bis zum Ende durchgehalten. Meine Fresse, da hast du wieder schön gebabbelt und die Rüstung verbeult. Respekt. Oh ja, da habe ich mir die Rüstung verbeult, aber 2 Liter Äppler in die Figur zu schütten, kann nicht jeder. Also. Ich muss mal überlegen, gell? Ich weiß jetzt nicht, wie ich Dienst habe in nächster Zeit, aber wenn ihr demnächst wieder so viele große, schöne Kommentare drunter schreibt, wie das letzte Mal, dann kriegen wir 3 Liter hin. Vielleicht sogar 4, ja? Das Schlimme ist nicht die Zeit, wo ich hier sitze und das Zeug sauf. Das Schlimme ist danach, wenn ich reingehe. Dann fängt es erst richtig an zu wirken. Boom, macht's dann, ja? Aber, oh, das geht runter wie nix, finde ich. Ja? Aber man merkt's, man merkt's. Und, was soll ich schon sagen? An alle da draußen. Ich habe ja jetzt schon wieder ein paar Abonnenten dazu gewonnen. An alle Neuen da, die hier bei Timo Babbelt zugucken, gell? Herzlich willkommen. Und
Wenn ihr noch nicht wisst, was das hier ist, hier babbel ich einfach, ja, über Gott und die Welt, wenn mir was einfällt oder nicht, wie ihr am Anfang gesehen habt, gell. Und ich lese hier immer eure Kommentare durch. Alle, ja, ich lese alle Kommentare vor und ich versuche bestenfalls darauf zu kommentieren, die zu kommentieren, gell? Eure Kommentare zu kommentieren, ja, darauf zu antworten. Und für alle Neuen da draußen, kommentiert, ja, traut euch, ja, ich weiß es auch von früher, wie ich noch kein YouTube gemacht habe, sondern auch nur zugeguckt habe. Man ist ein bisschen schüchtern, ja. Guck mal, oh, der YouTuber, oh, guck mal, der sitzt da vor der Kamera und dem soll ich schreiben, ich weiß nicht, doch, schreibt einfach. Ich bin genauso ein Idiot wie ihr, ja. Ich gehe arbeiten, ich gehe scheißen, ich muss fressen, ja, genau wie ihr auch, ja. Ich bin nur, ich setze mich hier vor die Kamera, ja, und babbel mit euch, mit der Kamera. Ich habe hier nur eine Kamera stehen, ich sehe euch ja gar nicht, ja. Eigentlich rede ich ja nur mit mir. Ja, und da seht ihr mal, wie groß der Dachschaden sein muss, ja, dass man zum Beispiel wie letztes Mal fast 3 Stunden mit sich selber redet. Es ist einfach so, ja. Mehr ist es ja nicht, man redet immer mit sich selber. Eigentlich, ich spreche euch an, ja, weil ich mit euch rede, aber das ist ja keiner. Eigentlich rede ich nur mit mir selber. Aber natürlich, man stellt sich halt vor, dass man mit euch natürlich redet, gell? Sonst wäre es ja doof, gell? Ich hoffe, ihr versteht, gell? Deshalb schreibt einfach, wenn ihr euch vielleicht noch nie getraut habt, vielleicht habt ihr Fragen, vielleicht wollt ihr irgendeine Meinung von mir zu irgendeinem Thema, dann schreibt es unten rein und das nächste Mal beantworte ich das einfach, gell? So, wie gesagt, Neuss werde ich nur noch zu besonderen Anlässen besuchen. Werde mich auf Neu-Isenburg konzentrieren. Genau, das werde ich auch machen. 16 Kommentare unter dem Video sind doch super, können aber ruhig noch viel mehr werden. Ja, können, ja. Deshalb, ich war, ja, 16 Kommentare, ich bin ja überwältigt gewesen, gell? Und wenn wir das noch mal knacken könnten, dann wird das Video noch länger. Und dann muss ich euch aber mitnehmen zur Kälterei Dölp. Dann muss ich die Fahrt auf mich nehmen und muss nämlich erst mal Äpple holen, gell? Und da habe ich noch die leere Flasche stehen. Immer noch, gell? Ja, da müssen wir da hinfahren. Da fahren wir dann zusammen hin. Und da werde ich dann ein paar Kistchen kaufen, gell? Muss auch beim Odin mal auf dem Kanal vorbeischauen. Jo, das musst du mal. Hast du bestimmt schon, gell? Ist genau der Entschlag, glaube ich. Ja, denke schon. Mit Ariel halte ich es genauso wie mit den Ringen der Macht. Die Hautfarbe der Darsteller ist mir egal. Es kommt für mich nur auf die schauspielerische Leistung an. Werde mir Ariel trotzdem nicht ansehen. Lol. Gruß an alle. Kai. Jokai. Jetzt habe ich das weggemacht. Ja, es ist so. Ja, es ist halt. Mit Herr der Ringe. Ja, da möchte ich. Da sollt ihr jetzt auch gar nicht mehr drauf antworten. Gell? Das Thema will ich gar nicht hier aufrollen. Aber es ist halt einfach komisch. Ich habe mir jetzt schon ein paar Videos von anderen angeguckt, die hier mit der Film-Community nichts zu tun haben. Und die sagen, warum versteht ihr das denn nicht? Gell? Ist doch egal, ob da Schwarze dabei sind oder nicht. Sehe ich auch so. Ja? Wenn da jetzt 10 dunkelhäutige Zwerge rumlaufen, wäre mir das egal. Ja? Aber es ist halt immer komisch, nur einer.
Das ist Rassismus. Ja? Nur einen dahin zu tun und nicht 10. So, Thema abgeschlossen. Punkt. Oh, 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 oh. Nächster Kommentar, hoher Besuch. Der Moviepicker. Gute Timo, du alter Speckkuche. Gute Chef. Zu dem Thema Neuss und unsere Aktion stimme ich dir zu 100% zu. Auch hier nochmal vielen Dank für deinen Einsatz über 2 Tage. Pikachu. Musst dich hier nicht bedanken, gell? Ich habe das richtig gern gemacht, ja. Auch wenn. Das ging an die Substanz. Ja, wir haben dann da gehockt abends, haben gefuttert. Energie, da war nichts mehr da. Ja, keine Energie mehr, keine Kraft. Gerade so das Essen. Gerade so das Essen reingeschaufelt. Gell? Und am nächsten Tag hast du auch gemerkt, Gott sei Dank war da weniger los. Das ging schon an die Substanz. Gell? Aber ich habe es gern gemacht. Ja. Und ja, was ist jetzt, stellt ihr euch bestimmt die Frage, und zwar, was ist jetzt hier, wir haben noch gar nichts gehört, was ist mit dem Geld, wann wird das übergeben? Ja, ihr bekommt das mit, ja, wenn das Geld übergeben wird, in Videoform, auf allen Kanälen wahrscheinlich. Doch, ich denke schon, gell? Wird das dann erscheinen, aber das dauert hier ein bisschen. Es gab ein paar Krankheitsfälle bei denen, ja, nicht bei uns, bei denen. Und das wird sich noch ein bisschen hinauszögern, denn man muss ja auch einen Termin finden, wo wir können, wo die können, wo alle irgendwie Zeit haben. Und der Patrick ist da richtig fleißig am Machen. Deshalb, Patrick, danke, dass du das hier alles übernimmst. Ja, weil der hängt sich da richtig rein. Applaus, gell? Aber auch Applaus für uns alle, gell? An euch, an uns, an alle, ja, die mitgemacht haben. War einfach ein unvergessliches Erlebnis in jeder Hinsicht, ja, dass die Idee da war, dass wir gedacht haben, könnten wir mal machen, dass es auf einmal umgesetzt wurde, dass ihr uns so viel geschickt habt, ja, es hätte niemand gedacht, dass ihr uns so viel schickt, dass dann der Herr Kleist, ja, von der Filmbörse Neuss, uns so unterstützt, ja, dass die Alive AG gekommen ist, uns unterstützt hat, dass wir da den Stand hatten, dass das alles, dass ihr dann gekommen seid und so viel gekauft habt, ja, unglaublich, ja, das hätte niemand für möglich gehalten, dass das in diesen Ausmaßen doch so funktioniert hätte. Wir haben gedacht, oh, es wäre schön, wenn es funktioniert, aber dass das dann doch so gut funktioniert hat, Applaus für alle, ja. Danke, danke nochmal. Und danke. Alle, die was Schlechtes darüber sagen, aus denen spricht nur der Neid. Punkt. Richtig. Und da muss man auch gar nicht neidisch sein, denn Man hätte die Idee ja auch selbst haben können. Man hätte sie auch selber machen können. Punkt. Gell? Und man kann es ja auch immer noch selbst machen. Und das sollte auch, wenn da draußen einer neidisch ist, egal ob Abonnent, Privatperson, YouTuber oder wer auch immer darauf neidisch ist, was wir machen, dann macht es selber. Und wir, ja, wir sind keine böse. Oh, der hat das geklaut.
wie können die, wie kann der nur, ja, oder wie können die nur, ja, das ist unser, nein, weil das ist was Gutes, es wird gespendet, ja, und da sind wir die Letzten, die sagen, oh, guck mal, die machen uns alles nach, ja, nee, warum sollten wir, weil im Endeffekt ist es eine Spende an egal was, ja, und es kommt irgendjemandem zugute. Und wenn das jetzt 5, 6, 7, 8 nachmachen, dann haben wir doch was erreicht. Und zwar, dass das rundherum geht und dass jetzt ein Haufen Spenden überall eingehen. Das wäre natürlich ein Hammer. Ja? Deshalb selber machen. Ich habe Durst auf Appleboy. Ja, hast du geschrieben. Und sollte ich mitbringen zum Patrick? Und habe ich vergessen? Ja. Du kriegst Appleboy. Du kriegst Appleboy. Liebe Grüße und Küsschen aufs Nüsschen, dein Handkäse. Fucking Freaks Forever. Oh, mein Handkäse. Mein Handkäse mit Musik. Danke für deinen Kommentar, Chefsche. So. Als nächstes. Lederchens Gruselküste. Gute Olli. Hallo Timo. Großartige Ausgabe von Timo Babbelt. Vielen lieben Dank für die freundliche Erwähnung, mein Freund. Immer wieder gern. Immer wieder gern. Ich finde es einfach immer wieder auf das neue Weltklasse, dass du auf unsere Kommentare eingehst und ein paar Worte darüber verlierst. Ein wirklich klasse Konzept, das zu meinem absoluten Lieblingsformat geworden ist. Liebe Grüße, mein Freund, und ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Danke, wünsche ich dir auch. Und das ist ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, das Format ist ja eigentlich so entstanden, ich bin schreibfaul. Nicht wirklich schreibfaul, aber ich sag mal so, auf dem Handy ist es ja nochmal eine Nummer schwerer. Oh, Entschuldigung, nochmal eine Nummer schwerer zu antworten. Und dann ist es auch so, man kann die ganzen Ausdrücke, ja, jetzt überlegt mal, was ich hier alles babbel, ja, zu euren Kommentaren. Und wenn ich das so darunter schreibe, das geht gar nicht, gell? Das geht gar nicht mit den ganzen Ausdrücken und, wie man es halt meint und, ja, ihr versteht. Und ich will halt auch gerne mal ein bisschen ausführlicher antworten. Und das kann man einfach unter den Kommentaren, das kann man nicht machen, ja. Schade, aber es geht einfach nicht. Und so ist das dann nach und nach entstanden, weil einfach viele Fragen da waren, die ich einfach auf die Kürze nicht beantworten konnte. Und dann einfach gedacht habe, komm, dann lese ich es eben vor und beantworte es mal. Und so ist das so ein bisschen entstanden, nach und nach dann alle Kommentare vorzulesen. Und ich mag das Format auch, ja. Einfach hier hinsetzen, ein bisschen babbele, gell. Gefällt mir richtig gut und es kommt auch gut an, gell. Das freut mich richtig. Und dass es auch vielen von euch wirklich so gefällt, ja, ist natürlich umso schöner, ja, dass man da so ein bisschen Bestätigung bekommt. Hier, Timo, du machst das richtig gut, weil wenn es einem selber gefällt und dann noch anderen auch noch gefällt, dann ist das doch super, gell? Deshalb danke, danke, danke. Und das wird nicht aufhören hier, gell? So, als nächstes Jens Richter. Gute Jens, gute Jens. Gute Timo, gute Jens. Wieder mal ein schönes Timo Babbelt. Vielen lieben Dank. Und wieder kommt hier ein langer Kommentar von mir. Ja. Aber das ist gar nicht tragisch, gell? Sorry nochmals für meinen Kommentar.
Du sollst dich nicht für deinen Kommentar entschuldigen. Ich weiß, wie das gemeint war. Okay, ich bin dir doch nicht böse. Ich weiß schon, wenn einer hier meint, mich hier irgendwie angehen zu müssen oder wie auch immer, ja, und vielleicht, es gab letztens einer, der hat hier einen richtig bösen Kommentar rausgehauen, den er dann auch sofort gelöscht hat, aber bei mir auf dem Handy stand der noch. Ja, oben, also wenn du da so runter scrollst, gell, dann stand der da noch. Screenshot natürlich alles gemacht, aber seitdem meldet der sich nicht mehr, gell? Hat auch recht, hat auch recht. Deshalb, ich weiß, wann was ernst gemeint wurde. Jetzt alles gut, gell? Ich hatte den Gedanken im Kopf, dass da etwas falsch rüberkam, was es ja nicht sollte. Nein, alles gut, alles gut. Verdammt doch mal. Bist ein sympathischer Kerl und wir freuen uns immer, wenn wir dich sehen können. Und das kann ich auch so zurückgeben, ja? Ihr beide, ihr seid mir auch richtig sympathisch und ich freue mich auch immer, wenn ich euch sehe. Müsst nur mal ein bisschen mehr Zeit haben. Was das länger miteinander babbeln betrifft, so muss ich dir sagen, dass wir dich und auch andere YouTuber nicht zu lange aufhalten möchten. Dies gilt auch von unserer Seite aus für andere Abonnenten, die wir kennen. Ihr habt ja alle auch euer Privatleben, wozu auch der Besuch einer Filmbörse gehört. Was ihr genießen möchtet. Und wenn man mit jemandem von euch babbelt und babbelt und babbelt, dann haben wir, wie oben schon erwähnt, das Gefühl, euch vom Privatleben abzuhalten. So. Erste Mal. Ein großer Lob, ja, für diese Einstellung. Es gibt welche, die haben diese Einstellung nicht, ja. Und es ist wirklich so, es ist unser Privatleben, auch wenn wir. Aber man muss es aber auch so sehen, ja. Und zwar, also erst nochmal großes Lob, dass ihr sagt, hey, wir sprechen euch mal an und dann sind wir wieder weg, weil wir haben Privatleben, ihr habt Privatleben, ihr wollt es ja auch genießen und wir möchten euch ja nicht stören. Super. Muss ich echt sagen, weil es gibt halt wirklich Tage, da will man einfach nur mal ein bisschen drüber schlendern. Aber ich persönlich freue mich trotzdem, jedes Mal mit euch ein paar Worte zu wechseln. Freue ich mich wirklich, ja. Dann ist es aber auch, wir, auch wenn wir nur so kleine Piss-YouTuber sind, ja, so ein paar Gurken, stehen wir trotzdem im öffentlichen Leben, ja. Jeder kann uns an, uns könnten Millionen angucken. Ja? Wenn jetzt irgendwie auf einmal was passiert und auf einmal gucken mich Millionen an, dann bin ich weltbekannt. Wird nie passieren, ja, aber kann passieren, weil ich im öffentlichen Leben bin, ja, stehe. Und dass mich da mehrere ansprechen, damit muss man rechnen. Damit muss man einfach rechnen. Und dass man da wirklich vielleicht auch von Hunderten angesprochen wird und eigentlich keine 5 Minuten Ruhe hat. Aber damit muss man rechnen. Ja, das ist ja auch mit den ganzen Stars, mit den Hollywood-Stars und so, die können ja noch nicht mehr vor die Straße, ohne dass sie fotografiert werden. Ja, und so weit sind wir noch nicht. Ja, so weit werden wir auch nie sein. Ja. Aber deshalb ist es auch gar nicht so schlimm, ja. Deshalb, ich würde mich trotzdem freuen, wenn wir uns irgendwann, wenn wir wirklich mal auch ein bisschen Zeit haben, uns vielleicht auch mal, ich weiß es nicht, auf ein Bierchen, auf ein Würstchen, gell, einfach mal ein bisschen noch ein bisschen quatschen könnte, würde mich wirklich freuen, ja. Aber trotzdem, alles richtig gemacht. Ihr sagt Hallo, man redet ein bisschen und dann.
kann man ja wieder seine Wege ziehen und dann kann man sich später wieder treffen. Ist doch alles cool, ist doch alles cool, gell? Müssen wir mal gucken, wie man das mache. So, Die von mir im letzten Kommentar erwähnte Filmbörse, die am 1. Oktober nicht weit von uns stattfindet, ist in Völklingen, Saarland. Ja, und hier gehen auch liebe Grüße raus an den Christian Kramp, gute Christian, denn der wohnt da auch gar nicht so weit entfernt und der hat auch schon gefragt, ob ich da hinfahre. Muss ich aber sagen, nee, mache ich nicht. Aber da wollte ich tatsächlich, das war wirklich mal, das ist jetzt glaube ich die 9. dort, ich wollte da zur 1. schon hinfahren. Hab's nicht geschafft, wollte zur 2. hin, hab's nicht geschafft, wollte zur 3. hin, hab's nicht geschafft. Und jetzt sind wir bei der 9. und ich hab's immer noch nicht geschafft. Aber ich muss sagen, ich will da wirklich auch mal hinfahren. Es ist... weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist so die Strecke. Nee, weniger sogar. Weniger als nach Neuss. Ich fahre kürzer wie nach Neuss. Deshalb machbar wäre es mal, gell? Und ich denke, dass man das mal machen könnte. Auf jeden Fall. Dort gibt es unter anderem ein Cine Room, dem unter anderem auch Kurzfilme laufen. Ich habe auch Kurzfilme. Die sollen dort auch mal laufen. Dann muss ich da sein, gell? Das könnte man machen. Dort wird auch Eyecatcher Media Anolis Entertainment vor Ort sein. Ups, jetzt habe ich Werbung für die Börse gemacht. Sorry, ist doch nicht schlimm. Für Börse kann man immer Werbung machen. Nachdem ich alles über die Herr der Ringe-Serie gehört und gelesen habe, möchte ich diese nicht sehen wollen. Also ich habe jetzt 2 Folgen gesehen. Die erste fand ich ein bisschen langweilig, die zweite war gut. Mehr habe ich auch noch nicht gesehen. Auch auf die ganzen Star Wars-Serien habe ich verzichtet. Für mich gibt es nur Episode 4, 5 und 6, alles andere, naja. Disney hätte niemals die Rechte für Star Wars in die Finger bekommen dürfen. Ich wünsche dir einen guten Start in die Woche. Liebe Grüße, Jens. Liebe Grüße gehen zurück. Star Wars. So. Da sind wir in einem Thema, das spaltet die Fans. Gell? Also, Disney hätte nie die Rechte bekommen dürfen. Ich weiß nicht, was hätte George Lucas noch gemacht. Denn George Lucas Episode 1, 2, 3 war ja schon so. Aber besser als 7, 8 und 9. Das auf jeden Fall. Außer natürlich das Optische. Ja, optisch sind ja die Kinofilme bombastisch. Alle, ja. Und Rogue One bombastisch. Und wenn man jetzt so guckt, Disney, The Mandalorian, herrlich. Mega geil. Du hast gesagt, du hast sie nicht gesehen, gell? Nee, hast du auch verzichtet, genau. Mandalorian ist eine richtig geile Serie, die einfach so in diesen alten, in dieses Dreckische noch so ein bisschen mit reingeht, ja? Ist ja so Western, Science-Fiction-Western, möchte ich mal sagen. Und das ist so alles so ein bisschen im dreckischen Stil und sowas. Bombastisch. Boba Fett ist nicht mehr ganz so stark, aber finde ich auch noch richtig gut, hat mir richtig viel Spaß gemacht. So, jetzt kommen wir zu der
Obi-Wan-Serie. Das war nicht so meins. Ja, Ewan McGregor hat mir wieder, war super. Aber der Trailer hat was ganz anderes, ist auf was ganz anderes hin, als die Serie im Endeffekt war. Ja, die war nicht so das Wahre. So, jetzt kommt Andor. Oder ist ja schon angelaufen, gell? Da warte ich, bis alle Folgen da sind. Und Andor war der Trailer. Der Trailer, die Trailer, ist auch egal. Boah, die waren total mies. Mir haben die Trailer überhaupt nicht gefallen. Aber keine Jedi-Ritter, kein Schnickschnack hier, Schnickschnack da. Es wird oder es soll im Stile von Rogue One sein. Und Rogue One ist mein Lieblings-Star Wars-Film. Es ist einfach so, ja. Und wenn der da wirklich in diese Kerbe reinschlägt, kann ich mir gut vorstellen, dass die Serie auch richtig gut ist. Wenn wir dann sehen, wenn sie alle draußen ist, gucke ich sie mir an. Aber deshalb, nee, es ist nicht alles schlecht, was Disney macht. Ja, muss ich sagen. Na, die Filme, Episode 7 hat mir noch richtig gut gefallen. 8 brauchst du gar nicht zu sehen. Ich war ja immer der Meinung, dass mir 8 besser gefällt als 9. Aber ich bin im Moment, weil ich mal mein Schätzelchen, genau, hat die geguckt und hat Episode 7 geguckt. Da habe ich mitgeguckt. Episode 8 hat sie geguckt, wie ich nicht da war. Und dann hat sie Episode 9 geguckt und da habe ich dann wieder mitgeguckt. Und ich habe Episode 8 gar nicht vermisst. Alles, was da drin in Episode 8 passiert, ist unnütz. Es interessiert mich. Ja, du kannst Episode 7 und dann 9 gucken und du hast nichts verpasst. Das ist schade, gell? Obwohl natürlich Episode 8 hat auch seine Höhepunkte, ja. Aber nee, es hätte es eigentlich, die hätten sich da mehr Gedanken machen müssen. Die hätten von vornherein eine komplette Story durchschreiben müssen von Episode 7 bis Episode 9, eine komplette Story durchschreiben und dann hätten die Regisseure diesen roten Faden nicht verlassen dürfen. Natürlich hätten sie außenrum noch ein bisschen was, ein paar Fäden spinnen können, aber dieser rote Faden, den hätten sie beibehalten müssen und dann wäre das richtig gut geworden. Aber so haben sie den gemacht, ja, und dann haben sie hier so einen roten Faden gemacht, dann hat der gemacht, da war der Faden da unten und dann hat der nächste hier oben. Und so läuft das halt nicht, gell? Es ist schade, aber ja. Aber ich würde nicht sagen, dass das ein Fehler war, weil ich weiß nicht, was George Lucas am Ende gemacht hätte. Und ich bin so mit Star Wars einigermaßen zufrieden, wie es im Moment ist. Wir warten mal ab, wenn die nächsten Filme kommen. Ja, weil, wie sie jetzt bewiesen haben, Serien können, Disney kann Serien, aber keine Filme, gell? Aber ist natürlich alles Geschmackssache und ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Einen Moment. Als nächstes schreibt Odin Grimbart wieder. Ach ja, danke auch für deinen Shoutout.
Was habe ich denn da gemacht? Was habe ich denn gemacht? Hat sie irgendwie rumgebrüllt oder sowas? Weiß es nicht. Ja, bitteschön, bitteschön. Boah, ich stehe da gerade total auf dem Schlauch. Es ist ja auch, gerade wenn man ein bisschen was gebechert hat, gell, dann weiß man auch gar nicht mehr, was man zu 100% alles gebabbelt hat. Und 3 Stunden gucke ich mir auch nicht nochmal an. Ich weiß es nicht. So, jetzt kommen wir trotzdem danken für den Kommentar. Und jetzt kommen wir zum letzten Kommentar. Da ist auch schon wieder Schluss, gell? Wie lange haben wir denn? Boah, 1 Stunde schaffen wir. So, noch ein bisschen Limonade. So. Und zwar schreibt die Nudelbrain Filmcrew. Nee, Nudelbrain Film. Der Raffi bestimmt, oder? Na klar, da untersteht. Gute Ravi. Ey, Timo. Jo, Börsen kenne ich nicht. Gibt's bei uns in der Schweiz nicht wirklich. Ja, glaube ich dir. Ja, ihr habt doch so oder so alles, was ihr wollt. Für uns ist ja Börsen eigentlich nur, dass man auch eigentlich so ein bisschen Sachen bekommt, die es nur in Österreich oder in der Schweiz gibt. Und man ja so in Deutschland gar nicht bekommt. Deshalb gibt es auch Börsen. In Österreich gibt es auch keine. Ja. Ihr habt doch alles, was ihr wollt. Aber ich war mal in Oberhausen am House of Horrors. Ja, ist auch eine Börse. Ist ein Börsenbereich dabei. Genau. Ist eine Convention, ist aber im Börsenbereich dabei. Ach, egal. Hatten da einen Stand mit der Black Lava Underground Supporter Crew. Wann war denn das? Nee. Ich glaube, hätte ich euch gesehen, wäre mir das aufgefallen. Wie ich damals dort war, da war der. Wir waren alles dort. Die Jungs von Psycho Productions und Xander Cage. Jetzt fällt mir das nicht mehr ein. Das Label nicht mehr ein. Oh, von dem. Ach. Egal, die waren da. Sonst nicht. Nee. Ich war auch nur einmal auf dem House of Horrors. Oder? Oder war ich zweimal? Ich weiß es gar nicht. Egal. War großartig mit den ganzen Amateurfilmern. Gab gut zu trinken und wir haben uns natürlich wieder mal schlecht benommen. Deshalb hätte ich euch gesehen. Da habe ich auch den Moviepicker mit dem Kopretti angetroffen. Hab die auch angelabert, aber die habe mich, glaub, nicht richtig mit meinem Schweizerdrunkdeutsch verstanden und ging kopfschüttelnd weg. Das kann gut sein. Aber wie ich da war, war auch der Kopretti da. Und der Pickage erst recht. Schweizerdrunkendeutsch. Ach du Heilige. Das kann sein, dass man das nicht so. Wenn du da voll den Dialekt drauf hast, gell? Und ja, neidische Mutterficker gibt's immer, wenn es um die Kohle geht. Scheiß drauf und halte dich an die schönen Momente und Begegnungen und vergiss die nicht. Prost, Raffi. So, Raffi, danke für deinen Kommentar und ja, hast du natürlich recht, gell? Immer die schönen Momente in Erinnerung behalten. Und das machen wir auch. So, das war's auch schon wieder. Ich würd eigentlich viel lieber noch ein bisschen hier mit euch sitzen, aber ich habe keine Themen mehr. Ich weiß nicht, was ich babbeln soll. Also lassen wir das am besten.
Und ja, danke, dass ihr dabei wart. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut, euer Timo.